Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, zu Anfang dieses Videos muss ich leider eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, ich habe diese Mission tatsächlich schon mal Let's Played. Dass ich es jetzt nochmal spiele, liegt einfach daran, weil die letzte Aufnahme war audiomäßig total im Arsch. Und ja, das Audio war wirklich furchtbar. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und von daher weiß ich jetzt, was halt was in dieser Mission abgeht. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele sie jetzt einfach nochmal. Ja, einfach, um jetzt wieder ein vernünftiges Let's Play hinzukriegen. Das Einzige ist halt, ich weiß, was vorkommt. Aber das ist halt umso mehr Ansporn für mich, es jetzt hier besser zu machen. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, Mission 2 der asiatischen Kampagne noch einmal die Grenze der Belastbarkeit. Viel Spaß. Nachdem der Traum von der Kolonisierung anderer Welten jetzt zur Realität geworden ist, hat ein weltweiter Wettlauf um Erkundung, Kolonisierung und Ausbeutung der Mineralvorkommen anderer Planeten begonnen. Die VFAR muss feststellen, dass sie sich bei der anhaltenden Bevölkerungsexplosion und den zur Neige gehenden Bodenschätzen nicht mehr selbst ernähren kann. Die Föderation hat gewaltige Mittel in ihr Weltraumprogramm gepumpt, das erdformende und Überlichtgeschwindigkeitstechnologien umfasst, die mit Bodenschätzen beladene Frachtschiffe vom Mars zur Erde bringen können. Diese wirtschaftlichen Ausgaben belasten die Lebensqualität in Südostasien enorm. Aufgrund von Unzufriedenheit gegenüber der Regierung sind mehrere opponierende Fraktionen entstanden. Sogar von einigen religiösen Gruppierungen kommt Widerspruch. Sie sind davon überzeugt, dass der Platz der Menschen auf der Erde und nirgendwo anders sei. Sabotageakte und Terroranschläge erschweren das Weltraumprogramm und das geschwächte VFAR-Militär kann seine wichtigsten Forschungs- und Produktionseinrichtungen nur mit Mühe schützen. Angesichts der Gefahr des totalen Zusammenbruchs in der Südostprovinz gehen der VFAR die Optionen zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft und zur Milderung des politischen Klimas aus. Ganz genau, liebe Freunde. So habt ihr jetzt erstmal so einen groben Grundplan, was diese Mission angeht. Im Prinzip, ich kann es euch erklären, im Prinzip spielen wir hier diese vier Sachen, also beziehungsweise diese drei Städte spielen wir gleich. Und wir müssen tatsächlich diese Universität hier oben beschützen. Wir haben hier Russland, wir haben hier Japan und wir haben hier oben Taiwan, komischerweise. Warum das auch immer Taiwan ist, aber okay. Genau, Japan, ihr seht viele Universitäten. Also, wir müssen folgendermaßen vorgehen. Wir müssen gleich LKWs bauen, die müssen wir hier oben hinschicken. Dann kriegen wir Manneken, die müssen wir dahin schicken, nach Russland. Und Russland gibt uns dann Ressourcen, die wir nach Japan schicken können. Um eine Technologie zu lernen und um ein, ja, das war dann auch schon ziemlich am Ende der drei Folgen, um ein Technologiezentrum aufzubauen. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es passiert jetzt wie nicht wieder so ein Audio-Mist und wir können jetzt endlich mal vernünftig hier Let's Playen. So, Freunde, Cutscene. Vereinigte Föderation der Asiatischen Republiken, Südostprovinz. Die politische Landschaft ist durch die immer stärker werdende öffentliche Forderung nach Demokratisierung zu einem Minenfeld geworden. Die Aktivitäten der Rebellen nehmen unvorhergesehene Ausmaße an. Schwere Anschläge auf die industrielle Infrastruktur bringen die Provinz an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Bericht. Im Norden hat es heftige Kämpfe mit Rebellen gegeben. Während sie sich mit unseren Truppen Feuergefechte lieferten, ist eine kleine Rebellengruppe in die Erzraffinerie eingedrungen und hat sie sabotiert. Die Anlage wurde vollkommen zerstört. Verdammt, ohne diese Raffinerie verfügen wir nicht mehr über eine Binnenversorgung mit Rohstoffen. Ich muss sofort mit unseren Diplomaten sprechen. Wenn die nicht schnellstens irgendwelche Handelsvereinbarungen schmieden, wird unser gesamter Militärkomplex zum Erliegen kommen. Und dann sind wir den Rebellen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ganz genau, liebe Freunde. Erzraffinerie hat was von Command & Conquer. Bauen Sie Diplomaten auf und eröffnen Sie Verhandlungen mit Ihren Nachbarn. Die Provinz muss zwecks Gold und Eisen verhandeln. Militärische und technologische Unterstützung sind zur Stabilisierung der Region ebenfalls von entscheidender Bedeutung.
Ganz genau, Freunde. Wir sollen die Nachbarn um Unterstützung suchen. Erschaffen Sie Diplomaten und schicken Sie sie zur Verhandlung in die fremden Städte. Ganz genau, Freunde. Wir müssen hier einfach drei Diplomaten bauen. Die einzige Ressource, die wir in Hülle und Fülle haben, sind Nahrungsmittel. Ernten Sie Reis von den Feldern und bringen Sie ihn auf den Markt, um mit unseren Nachbarn zu handeln. Genau. Hier unten haben wir Reisfelder und... Wir sind bereit, die Verhandlungen mit unseren Nachbarn zu eröffnen. Schicken Sie uns in die Hauptstädte Ihrer Länder und wünschen Sie uns Glück. Genau, liebe Freunde, das werde ich auch jetzt direkt tun. Was? Wie positiv. Ach so, die Skywatchers, Freunde, die werden wir auch brauchen. Genau, hier muss einer hin. Und dann gehen wir das Ganze jetzt nochmal hier an. Also, da muss auch einer hin. Hier ist nämlich Russland, wie gesagt. Hier oben ist eine Universität, das ist ganz wichtig, dass wir die schützen. Ich warte. Hier oben sind drei Panzer, die müssen wir hier zur Verteidigung nutzen. Wir müssen die Universitäten schützen, das ist ganz wichtig. Ich warte, viele. Genau. Und jeweils zwei Skywatcher, die sind nämlich auch sehr wichtig hier. Warum werdet ihr später sehen? Also, ihr hat ja zum Glück schon... Da ist es mal Glück gewesen, aber... Ich hatte mal zum Glück schon so eine kaputte Aufnahme, deswegen, ja, genau. Dann haben wir hier unsere Armeen, die stellen... Ich habe Ihr Kommuniqué erhalten. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir leiden zurzeit unter einer ernsten Nahrungsmittelknappheit. Daher bin ich von meiner Regierung bevollmächtigt worden, eine Handelsvereinbarung abzuschließen. Im Austausch für Nahrungsmittel werden wir Ihnen Truppen senden. Los geht's. Schicken Sie einfach einen Lastwagen zu einem unserer Silos und die Nahrungsmittel werden geliefert. Nach erhaltener Lieferung werden Truppen aus unserem Lager abkommandiert und mit Marschbefehlen zu einer ihrer Städte ausgestattet. Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Beziehung für beide Seiten als äußerst vorteilhaft erweisen wird. Genau so sieht's aus, liebe Freunde. Also wir müssen im Prinzip... Wir müssen im Prinzip, genau, uns hier schützen und wir müssen jeweils sehr viel Nahrung einsammeln. Und jeweils mit dem, mit den Lastern, die wir hier haben, ja, müssen wir... Ja, da kannst du uns helfen. Willkommen, Genosse. Ich war hoch erfreut, von Ihrem Angebot zu hören. Mein Land ist am Austausch von Rohstoffen interessiert. Allerdings haben wir keinen Bedarf an Lebensmitteln. Stattdessen würden wir gerne Rohstoffe gegen ausgebildete Militärtruppen tauschen. Für jeweils 10 Truppeneinheiten, die Sie zu unserer Festung senden, liefern wir Ihnen Eisen und Gold. Das ist doch überaus großzügig, nicht wahr? Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Herzlich willkommen, Botschafter. Ihr Angebot ist äußerst freundlich. Ich fürchte aber, dass unsere Nahrungsmittelversorgung derzeit mehr als ausreichend ist. Allerdings haben wir Bedarf an Eisen, denn die einzige Rohstoffquelle liegt auf russischem Territorium. Zurzeit befinden wir uns mit Russland in einer diplomatischen Sackgasse. Die Russen weigern sich, mit uns zu handeln. Da Ihre Nation aber in der Lage ist, Eisen von Ihnen zu erhalten, denke ich, dass wir zu einer Vereinbarung gelangen können. Schicken Sie Lastwagen mit Eisen aus Ihren Vorräten zu uns. Im Austausch dafür werden wir Ihnen technische Unterstützung bei den Forschungsarbeiten für Ihr Weltraumprogramm gewähren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Genau, Freunde. Der brutale Russe und der freundliche Japaner. Richtig. Und genau, schicken Sie mit Eisen nach Japan. Aber als allererstes brauchen wir natürlich Nahrungsmittel. Gut, Freunde. Und noch eine Sache. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Militäreinheiten bauen. Weil es kommt später ein Trigger, der ist uncool, was das angeht, ja. Der ist sehr uncool. Okay. Genau, die Einheiten stelle ich hier unten hin, weil wir... Ich weiß ja schon, was hier passieren wird. Die Bürger bitte auch mithelfen hier. Und das ist es jetzt nämlich halt, Freunde. Und sobald ich einen Laster losschicke, oder ja... Sobald ich einen Laster losschicke, spielen die Gegner hier verrückt und die kommen alle angeschissen. So. Sir? Okay.
Wir haben hier jede Menge Skywatchers, das ist ganz cool. Haben hier eine Abwehr, eine Verteidigung. Weil eins kann ich euch schon sagen, die Gegner kommen hier sehr gerne mit Hubschraubern. Das kann ich jetzt schon sagen. Gut. Wartet mal. Hier verstecken sich gerne ein paar Militäreinheiten. Ich bräuchte mal zwei Panzer. Oh Gott. Oder einen. Einer reicht. Okay. Den müssen wir nämlich hier abstellen, diesen Panzer. Damit der LKW gleich hier durchkommt. Ach, wartet mal. Oder wartet mal. Nee, Quatsch. Quatsch, was mach ich denn da? Panzer bitte hier unten die Felder schützen. Ganz genau, liebe Freunde. Und wenn ich jetzt hier mit dem Lastwagen nämlich durchfahren würde, dann kommen hier normalerweise Gegner raus. Na gut. Ich werde auch hier... Ahahaha, seht ihr das? Da sind die Gegner. Da sind die Gegner. Ha, ich wusste es doch. Genau, Freunde. Marinesoldaten. Da. Wunderbar hier. Und weg damit. Als ob ich schon mal gespielt hätte, ne? Nee, Spaß. Genau, und im Prinzip müssen wir hier nur Ressourcen, Einheiten und eine Technologie sammeln. Von Japan. Und ja, das ist es im Prinzip. Und ich war in meinem Let's Play, was ich schon aufgenommen hatte, war ich so weit, dass wir schon sehr viele Einheiten bekommen haben, aber halt noch keine Lastwagen kommt. Noch keine... Was soll ich sagen? Noch keine... also wir hatten die Technologie schon, aber noch keine... Noch nicht genug Ressourcen, so. Und ja, die Gegner, die kommen halt sehr verstreut hier. Das muss man noch berücksichtigen. Die Gegner kommen wirklich sehr verstreut. Ich glaube, wir sollten uns auch mal hier drum kümmern jetzt tatsächlich. Da werde ich einfach mal meine 5 Gladiator-Panzer mitnehmen. Und hier den Weg sichern, damit die zwei Lastwagen jetzt in Ruhe hier durchkommen können. Gut, Freunde. Genau, seht ihr das? Weil da kommen nämlich auf einmal Einheiten gespawnt hier. Da kommen auf einmal Einheiten gespawnt. Wie ihr seht, also das ist schon krass, was die Gegner hier für Spawner haben. Okay. Aber hey. Alles gut. Die Lastwagen kommen durch. So kriegen wir jetzt unsere ersten Militäreinheiten. Was ist das jetzt hier? Ja, gut. Ihr könnt euch verteidigen. So, sehr schön. Wir haben ihre Nahrungsmittellieferung erhalten. Und wir haben Truppen abgeordnet, die ihrem Befehl unterstehen, sobald sie in einer ihrer Städte ankommen. Ganz genau, Freunde. Oh Gott, dann zieh die mal bitte hier hinten rein. In den Turm hier vorne am besten. Ha, genau. Damit der nicht auf die Einheiten geht hier, der Gegner. Was ist das hier? Okay. Ganz genau. Seht ihr das? Die Gegner, die kommen. Okay, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Shit. Seht ihr das, Freunde? Das ist nämlich das Gemeine an dieser Mission. Die kommen von überall tatsächlich, ne? Die kommen von überall tatsächlich, aber die können gleich aufräumen da unten. Das ist gar nicht mal so verkehrt da unten. Was ist das hier wieder? Ach, das ist hier oben. Ja, okay. Wir werden angegriffen. Ich warte. Sir, jawohl, so. Artillerie kaputt machen, los. Sofort die Artillerie im Arsch machen. Aua. Na gut. Dann müssen wir die Panzer mal hier runterholen.
Okay. Wow. Genau. Weil diese Einheiten, die sind nämlich auch extrem stark, wie ihr seht. Diese Sturmtruppen. Und genau, die müssen wir gleich nach Lostland verfrachten. Alles klar. Truppen sind in einer ihrer Städte angekommen und erwarten ihre Befehle. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Taiwan. Ist mir wirklich immer wieder eine Ehre. Und währenddessen bauen wir mal wieder Bürger nach. Genau, das habe ich nämlich vergessen, dass die auch von hier unten kommen. Stimmt, Freunde. Und dann hatten wir beim letzten Mal noch die Taktik gemacht, dass wir hier einfach Panzerabwehr spammen. Jede Menge, und die sich dann über die ganze Karte hin ausbreiten. So, weil der Gegner hier kann das nämlich überhaupt nicht leiden, wenn wir hier LKWs bauen. Das ist total bescheuert, aber es ist halt so. So, ihr seht, ne, da ist noch ein Hubschrauber, der da sein Unwesen treibt. Die gehen hier nämlich immer voll auf diese Statuen. Keine Ahnung warum, Freunde. Keine Ahnung warum. So. Guckt doch, wie die Skywatcher fahren. Das sieht cool aus. So, und ja, das wäre es im Prinzip, was ich in der letzten Aufnahmesession alles gemacht habe. Also viel ist es nicht gewesen, aber es ist halt... Naja, was soll man dazu sagen? So. Es ist halt nervig. Ja? Aber nun gut. Dann würde ich sagen... Die haben meine... Ah ne, haben sie nicht. Okay. Ich dachte schon, die hätten unsere Panzerabwehrfabrik kaputt gemacht. Aber nee, ist nicht so. Okay. Gut, Freunde. Genau, hier reichen aber im Prinzip auch zwei Panzer. Die anderen beiden, die können hier unten unterstützen. Und ja, dann... Wir brauchen diese vier Lastwagen gleich für Japan. Was hier unten ja ist, ne? Und die uns dann eine Technologie geben. Ganz genau, Freunde. Dann haben wir die erste Angriffswelle von den Gegnern jetzt erstmal überstanden. Ich hoffe, das geht so gut weiter. Ach, schaut mal da. Ha, seht ihr das? Rebellentruppen. So. Ja, guck mal, der macht gar keinen Schaden an uns. Das passt doch. So, Freunde. Dann kann der eine ja hier hingehen, der andere hier hin. Und der eine kann dann hier stehen bleiben, genau. Damit wir ein bisschen mehr Übersicht hier haben, was hier wann wo ankommt. Ah, und der kann dann auch hier hin. Ah, der Russe. Zum Austausch dafür haben wir Ihnen Gold und Eisen geliefert. Vielen Dank. Genau, wir kriegen jetzt Einheiten von den Russen. Aha, seht ihr das hier? So, wir brauchen hier unten irgendwas mit Skywatcher. Skywatcher, zwei Stück am besten. Diese Hubschrauber sind nämlich Panzerabwehr. Kampfhubschrauber und Panzerabwehrhubschrauber. Ja, das ist das Miese. Das ist das Gemeine, wirklich. Ihr seht, wie viel die abziehen, ne? Aua. Ja, ihr seht, wie viel die abziehen. Genau, der kann nämlich... Der hasst nämlich meine LKWs hier. Nochmal Skywatcher. Schaut euch das an. Unsere Versorgungslinien sind bedroht. Ja. Unser Lastwagen wurde geplündert und zerstört. So, hier ist jetzt der nächste Skywatcher. Oh Gott, oh Gott. Panzer, komm mal bitte hoch hier. Er hat meine Panzerfabrik kaputt gemacht, okay. Dann... Ach ja... So, zieh die Hubschrauber mal raus. Da ist eine Artillerie, eine fette. Okay, und hier... Und bam. Und rausfahren da, rausfahren. So, sehr gut. Schön hier die Lastwagen hier hochziehen.
Genau, weil hier oben haben wir richtigen Skywatcher-Schutz hier. So. Genau, weil wir müssen ja gar nicht da hinten her. Ach du Scheiße. Wir müssen ja gar nicht da hinten her, ne, Freunde? So, Skywatcher in Action. So, kaputt machen den Scheiß. Und bam. Sehr gut. Aua, wo ist mein Panzer hin? Weil wir können auch hier oben her. Na, Freunde, wir können auch hier oben her. Aber noch nicht. So, blöde Skywatcher. Blöde Hubschrauber. So, gut. Das heißt, wir können hier wieder einen Panzer hinstellen. Alles kaputt, ne? Oh Mann. Ja gut. Aber wir bauen uns eine neue Panzerabwehr auf hier. So, das heißt dann aber auch, dass wir hier unten wieder ein paar mehr Einheiten brauchen. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt unsere 4000 Eisen. Das heißt, wir können hier noch drei Lastwagen aufbauen, genau. Ja, du kannst uns gleich helfen. genau. Ansonsten, ja. Panzer, Skywatcher, Panzer. So, das ist ein guter Plan. Genau, und währenddessen können wir ja schon mal... Weil ihr seht, das Gold, das wächst rapide an hier. Panzerabwehrgeschütze bauen. Genau, Freunde. Dann bauen wir einfach mal einiges an Panzerabwehr. So. Ich warte. Erwarte Befehle. Der kann hier unten hin. Einfach schön die Reisfelder beschützen. Ich warte. Ganz genau. Sir, jawohl, Sir. Und die Skywatcher kommen dahin. Genau. Und dann passt das, Freunde. Dann passt das. Hier sind unsere vier Laster für Japan. Okay. Die schicken wir mal dahin. Ach nee. Stopp. Sir, jawohl, Sir. Wir haben wieder zu wenig Eisen. Warum haben wir denn wieder zu wenig Eisen? Okay, nicht schlimm. Ah, nicht schlimm. Wir werden angegriffen. So, schaut euch das an hier. Ich wollte gerade runterfahren und da kommen sie schon wieder. Ja, aber das schaffen die. Kommt. Die LKWs halten ja zum Glück hier relativ viel aus. So, genau. Der Roboter, der macht das hier. Der Pandora-Roboter. Sehr gut. Freunde, alles klar. Genau, die Skywatcher bleiben hier in der Basis. Ich bräuchte eigentlich... Na nee, da oben, da sind schon noch zwei. Da stehen auch zwei, da stehen zwei. Hier unten noch einen. So. Und ihr seht's? Der schießt auf meine Mauer. Warum schießt der auf meine Mauer? Das bringt doch nichts. Oder auf mein Haus, ja. Das ist so ein geiler Sound. Wir haben eine Eisenlieferung erhalten. Noch vier weitere Lieferungen und wir übersenden Ihnen unsere wissenschaftlichen Daten. Ja, okay. Erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. So, ja. Entgegen besseres Wissen hat die japanische Nation beschlossen, Ihnen ihre Übergriffe zu vergeben. Gut, vielen Dank. ja. Wir müssen halt hier unsere Panzer bauen, ne? Wir haben eine weitere Eisenlieferung. So, guckt mal da oben. Noch zwei weitere Lieferungen und wir übersenden Ihnen unsere wissenschaftlichen Daten. Oi, 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 da oben. Oh Gott, das läuft ja noch blöder als beim letzten Mal tatsächlich. Ja. So, wir müssen diese Universitäten hier oben schützen, Freunde. Boah, diese Haubitze.
Ja, alles klar. Ja. Ansonsten ist das eine ziemlich coole Mission und ich sehe schon, dass die erste Folge schon wieder voll ist. Alles klar, liebe Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzähle sie gerne weiter den Kanal. Und ja, ich werde jetzt gucken, ob audiomäßig alles passt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.